Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Na komm. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Das Schiff. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Angriff hatte ich ja schon. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Okay. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Wo geht ihr jetzt hin? Sie nicht looten kann, aber ich bekomme mal irgendwas, wenn ich die erschieße. So, das war ein Kollege. Das ist auch ein Kollege. Hier ist irgendein Gegner. Hier hat der Minigrap übrigens, die ich beim nächsten Mal versuche, so zu machen, dass sie aussieht. Ah ja. Ich mache keinen Schaden, auch wenn mein Schild. Guck mal, ob das ein Schild aber auch. Na, hier will ich nicht. Alter, was ist denn das für eine lange Strecke hier? Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Wie hat der Typ es geschafft, Anführer dieser Roboter zu werden, der offenbar eigentlich ein Teil von uns ist? Wir müssen mehr teilen. Hallo. Ich mach dich weg. Sprengladung. Die Geth müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo.
Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ich habe 3 Stück noch im Plan. Ich habe noch keine Gegner gesehen, das ist gut. Nimmt ein bisschen die Kurven schlecht. Nein. Der war schon tot. Das super. Wo entschärfst du bestimmt? Indem du weg. Ich hätte sau gern jemanden, der heilen kann im Team. Safe war die Frau, die man auswählen konnte, Heilerin, hat irgendwie weniger Damage gemacht dafür. Also hier. Ach, irgendwas hier oben muss ich machen. Das ist der Sender. Wollte ich an dem vorbeigelaufen? Super, Pro-Gamer und so, ihr wisst ja. So viel dazu. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Nee, jetzt wird bestimmt nicht eingesogen stattdessen, oder? Shepard! Nein! Nicht ab! Zu gefährlich! Okay, ich habe gar nichts da erkannt in diesem roten Flackern. Du hast irgendwas. Schon da. Keine Ahnung was.
Irgendwas habe ich. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Ist das? Ich habe den Namen geachtet. War das derselbe Typ, der den einen umgebracht hat? Auf jeden Fall dieser Brasse gewesen. Wenn ich das richtig erkannt habe. Oh, Doktor? Nee. Doktor Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Komm, erst mal Informationen abfragen. Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Hi. Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Was mit dem Sender? Ja, wir fragen erstmal wieder weiter Informationen ab. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Bin ich verletzt? Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Kein Traum, eine Vision trifft es schon sehr gut. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Genau. Jawohl, so. Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Oh, ich dachte mit mir. Ich bin Shepard. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Mir geht es gut. Ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Was macht Williams hier? Diese Geht werden dafür büßen. Wegen Jenkins meine Vorwürfe. Was macht Williams hier? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Gute Idee. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Ich mache mir vor, wegen Jenkins. Das war der Außerirdische, oder? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Ach nee, ist ja Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Okay, hier darf nur Deutsch geschrieben werden. Also entweder Deutsch oder Bann. Diese Jet werden dafür büßen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geht sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Okay, Sie wollten mich sprechen. Gehen wir mal mit der Story weiter. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Nichts zu verbergen. Nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger.
Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Okay, er hasst die Menschen. Ja, super. Dass wir den auf unserer Seite hatten. Warum? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit dem Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Komm, eine Vision. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Krieg kann man schon sagen, ja. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was werden wir sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Sie haben recht, komm, wir bleiben neutral. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Warte mal, er darf die angreifen und ist trotzdem noch im Team? Also, ich weiß ja nicht. Gott. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Wobei, wir haben nur die Aussage eines arbeitsfaulen... Ich habe keine Waffen. Eines arbeitsfaulen Typen. Also wir haben ihn selbst ja nicht mal gesehen. Könnte ja auch jemand anderes sein, der so heißt. Quatsch, hey, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Na komm. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Na komm. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ja. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Wie geht es dir? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Na komm. Sind gescheitert. Na komm. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Komm, enttäuschen Sie mich nicht. Jeder hier auf dem Schiff hat seine Pflichten wahrzunehmen, Williams. Vergessen Sie das nicht. Verstanden, Sir. Ah, man kann bestimmt mit dir schlafen, wenn er dazu ist. So, aber an der Stelle machen wir mal eine kurze Pause, meine Lieben. Und sehen uns gleich wieder.